Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausekobart und wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist derzeit oben an der Spitze der 60 TP. Ein Schmankerl aus der Reihe habe ich euch ja schon mitgebracht. 53 TP für mich extrem underrated und ein Panzer, den man auf jeden Fall in der Garage halten sollte. Eigentlich ein geupgradeter 53 TP. Wie gesagt, habe ich ja erst vor einer Woche ein Video zu gemacht. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Ansonsten wollen wir uns heute über das schöne Stück hier unterhalten, den 60 TP. So ein bisschen die Alternative zum E100. Ihr habt 750 Alpha-Schaden. Ihr habt eine brauchbare Panzerung. Ihr habt 8 Grad Gun Depression. Also in meinen Augen der bessere E100. Ihr seht das jetzt hier. Ich habe auch noch keine Feldmodifikationen erforscht. Da werden wir uns aber trotzdem gleich nochmal drum kümmern. Und ich sage euch, was ich, wenn ich hier dann irgendwann Feldmodifikationen drauf habe, auf jeden Fall ausrüsten würde. Ansonsten seht ihr auch, dass ich ihn komplett mit Standardausrüstung spiele, also kein erbeutetes Equipment, kein Bond-Equipment. Das kann man natürlich alles noch reinhauen. Er funktioniert auch so. Also selbst wenn ihr das jetzt nicht zur Verfügung habt, wie ich jetzt, dann seht ihr, dass er auch ohne wunderbar funktioniert. Ich habe gleich für euch 3 Replays mit dabei. Ich habe ihn letztes Mal beim Zuschauerzugfahren 3 Runden in Folge gespielt und die waren eigentlich alle recht brauchbar, die Runden. Das Einzige, was ich mir hier leiste, ist, dass ich hier den wirklich ausschließlich mit Heat fahre. Das hat einfach den Hintergrund, dass die AP für mein Dafürhalten zu schwach ist. Einfach, weil ihr mit diesem Super Heavy natürlich auch immer gegen euresgleichen, gegen andere Super Heavys kämpft. Und da kommt ihr mit 250 Durchschlag nicht wirklich weit. 317 Heat ist jetzt auch nicht das Beste. Gibt es natürlich bei anderen Panzern, zum Beispiel beim E100, besser mit über 330, ich glaube 334 mm Heat-Durchschlag. Aber die 317, die reichen schon aus. Aber wie gesagt, 250 ist für mich tatsächlich ein bisschen wenig, weil wir halt gegen sowas wie eine Maus, gegen sowas wie im E100, einen VK 7201K, aber auch IS-7 und Co. fighten. Und bei einer Reload-Zeit jetzt hier von 15,36 Sekunden ist es natürlich dann ein bisschen schäbig, wenn man die Schüsse nicht penetriert, weil man nicht den Durchschlag hat. Ja, wie gesagt, das sollte man sich schon, wenn man diesen Panzer fahren möchte und erfolgreich fahren möchte, leisten. Ansonsten, hier die Crew, seht ihr, Reparatur, Waffenbrüder ist da, fahren wir auf Schienen, ruhige Hand. Vorahnung fehlt hier noch, weil das noch meine alte Crew ist, da gab es noch keine Vorahnung. Das kommt definitiv als nächstes, weil Vorahnung schon gerade beim Umladen zwischen Heat und HE wirklich wichtig ist. Die HE, 90 mm Durchschlag und wenn ihr denn euren Schuss macht, 950 Schaden, also das schmeckt auf jeden Fall, sollte man machen. Gucken wir nochmal ganz kurz in die Feldmodifikation. Hier würde ich definitiv geländegängiges Fahrwerk, Dualmodifikation 2 nehmen für Halten der Geschwindigkeit beim Durchqueren aller Geländearten. Dann würde ich die Parallaxenanpassung für minus 3% Durchmesser des Zielkreises nehmen. Hier unten würde ich wählen die Schallabdichtung, also minus 15% Betäubungsdauer und minus 15% zusätzliche Betäubung. Hier oben rechts würde ich mich entscheiden für die Stromversorgungskabelung, Turmdrehgeschwindigkeit oder Geschützrichtgeschwindigkeit plus 7% und Zielerfassung plus 5%. Und hier würde ich mich dafür entscheiden, tatsächlich eher für die Gun, fürs Gunhandling zu gehen, also für leichte Plattform, minus 4% Streuung bei Bewegung und minus 4% Streuung bei Wanddrehung. Wenn ihr mehr Strukturpunkte wollt, dann nehmt ihr das andere, dann nehmt ihr die verstärkte Plattform. Ansonsten kann man den Panzer natürlich auch mit anderem Setup fahren, wie zum Beispiel Härtung etc. etc. Aber ich habe mich hier für klassisches Heavy Setup, Lüftung, Vertikal und Stabilisator und Ansetzer entschieden. Das ist mein Setup, mit dem ich den fahre und ansonsten würde ich sagen, schauen wir jetzt direkt einfach ins Gameplay rein. Ja, ich war unterwegs mit dem guten Classy Crowd, einen der Zuschauer, die beim Zuschauerzugfahren mit dabei waren. Er wollte in seinen 279 steigen, ich bin in den 60 TP gestiegen und wir sind jetzt hier angetreten gegen, ja, den neuen super starken 10er Heavy. So neu ist er nicht, aber gebufft habe ich euch ja auch erst diese Woche ein Video zu mitgebracht. AMX M4, 2 Stück an der Zahl, I7, Doppel-E3-Platoon, also da geht's ordentlich zur Sache. Ansonsten haben wir auch noch einen E75 Conqueror bei den gegnerischen 9er Heavies. Wir haben uns gesagt, wir fahren erstmal in die Mitte, versuchen die Mitte so lange wie möglich zu halten und dann müssen wir einfach schauen, wie sich das Gefecht entwickelt. Günstig ist es natürlich immer, wenn einer der eigenen Lights es schafft, auf den Hügel zu fahren.
ungünstig natürlich das Gegenteil, wenn es einer der Gegnerleits schafft, auf den Hügel zu fahren, weil die können euch da immer so richtig schön auf den Sack gehen. Mit dem 60 TP wollt ihr am liebsten eigentlich immer Halldown spielen, das heißt eure 8 Grad Gun Depression wirklich nutzen. Ihr habt Weak Spots, das ist einmal hier oben drauf natürlich die Kommandantenluke, gerade die hier auf der linken Seite sitzt. Ansonsten der Turmkranz sehr schwach gepanzert und hier vorne, das ist auch ein Weak Spot, Unterwanne Weak Spot. Das klingt jetzt erstmal schlimm, aber der Panzer hat eine relativ trollige Panzerung. Ja? Also die Kommandantenluke kommt drauf an, gegen wen ihr fightet. Genaue Kanonen, die schießen euch da auch ganz gerne mal rein. Es ist auch so ein bisschen, je nachdem wie die Runden so laufen. Ihr habt so Runden, da bounzt ihr ganz gerne mal was, weil die Panzerung funktioniert. Dann habt ihr wieder Situationen, wo die Panzerung nicht funktioniert. Ne, finde ich sehr RNG-abhängige Panzerung, weil ihr genug Weak Spots habt. Wenn RNG gegen euch ist, dann lenkt RNG die Schüsse auch ganz gern mal in euren Weak Spot rein. Und ansonsten ist die Panzerung aber trotzdem recht zuverlässig und kann doch durchaus eine ganze Menge bouncen. Das, worauf es bei euch ankommt, ist aber im besten Falle euch gar nicht treffen lassen und die fetten 750er Bretter raushauen. Der E7 hat jetzt schon in Erfahrung gebracht, wie es schmeckt. Und ihr seht aber auch, was ich meine. Na, da, wo ihr hinfahrt, da sind meistens dann auch die gegnerischen dicken Heavies. Und deswegen braucht ihr schon den erhöhten Durchschlag, weil mit 250, wie gesagt, kommt ihr im schlimmsten Falle eigentlich nicht aus. So, auch dem AMX M4 konnten wir schon mal 776 in die Seite drücken. Wir haben jetzt das Problem, auf der einen Seite stehen Scharfutur-Autoloader, Cobra-Autoloader und auf der anderen Seite nähert sich ein E75. Also, im Moment gibt es hier trocken zur Sache in der Mitte. Conqueror haben wir schon verloren, Skoda T50 haben wir schon verloren gleich am Anfang und der EBR 105, der ist leider auch schon geplatzt. Bedeutet, das, was ich eben angesprochen hatte, der gegnerische Light hat es auf den Hügel geschafft. Unser Light hat es leider nicht auf den Hügel geschafft. Immer eine ätzende Situation. So, der AMX, der will jetzt hier schon wieder pieken, hat jetzt gerade geschossen und die Situation sollten wir jetzt natürlich schamlos ausnutzen und ihm direkt noch eine mitgeben für 737. Also bis jetzt sind wir eher im Bereich Low Rolls oder Average Rolls unterwegs. So eine richtig krasse, fette High Roll hatten wir noch nicht. Der Panzer kann bei 25% RNG, ich glaube, bis 938 Schaden rollen. Ich glaube, das ist die Max Roll. So, und jetzt haben wir in der Seite einen E75. Dahinter kommt auch noch E7, Leopard 1. 1:4. Es sieht nicht gut aus. Und auch der gute Classy Crowd kriegt jetzt hier saftig in die Schnauze. Das heißt, er muss sich jetzt mit seinem 279 da wegziehen, weil wir gleich, wie gesagt, hier komplett im Kreuzfeuer stehen. Cobra, scharfe Tour ballern da jetzt auf ihn. Auf der anderen Seite TNH und AMX M451 versuchen, den E75 und den E7 da rauszudrücken. Ja, jetzt kriegt er auch noch von oben von dem AMX, der sich da hochgezogen hat. Also es sieht gerade wirklich nicht gut aus. 2000 HP liegen wir hinten, 2 Kanonen. Jetzt sind es 3 Kanonen, die wir hinten liegen und 3000 HP. Ja, und der Conqueror pusht jetzt hier rum. M6Y gibt uns auch. Ich kann hier jetzt von oben in das Turmdach vom Conqueror reinschießen. Kann nochmal den Schuss vom M6Y bouncen. Der AMX M4 kassiert von hinten aus der Basis, ich weiß gar nicht, wer das war, 2685 oder Objekt 704, auf jeden Fall irgendein TD aus der Basis hat er jetzt mal ordentlich reingelötet. Trotzdem sieht es nicht gut aus. Wie gesagt, 3 Kanonen liegen wir hinten. Hinter uns E7, E75, Leopard 1. Und jetzt kann es eigentlich nur bedeuten, in eine der beiden Richtungen abzudriften und da zu pushen. Und ich habe jetzt quasi zu Classy Crowd gesagt, ich werde jetzt versuchen, hinter uns klar Schiff zu machen gegen den da, gegen den E75, den wir jetzt aus der Fahrt ein faires 753er Brett reingedrückt haben. Cobra ist wieder da, also schnell das Heck in Deckung bringen. Das kann ziemlich böse, ziemlich arg werden. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir da hinten die Kollegen rausbekommen. Damit wir wenigstens die eine Flanke frei haben. Wichtiger Schuss hier vom CS-59. E7, Leopard 1, wie gesagt, die könnten noch da stehen. Ich bin noch fast voll AP. Das heißt, ich muss jetzt hier gucken, dass ich den da rausbekomme. Der Schuss bounced leider. Ich habe die Oberwanne nicht getroffen. Ich wollte jetzt hier die Oberwanne treffen. In dem Winkel kann man da eigentlich ganz gut durchschlagen. Leopard ist weggefahren.
Das heißt, der IS-7 ist jetzt hier gegen mich 1 gegen 1. Hinter mir natürlich noch der EBR. So, der ging nicht durch, aber der IS-7 bounced auch. Und jetzt macht der IS-7 einen kleinen Fahrfehler. Und zwar gibt er mir jetzt hier die Möglichkeit. Das ist Sparta! Ja, tut mir leid, aber manchmal müssen solche Situationen einfach sein. Ich konnte gar nicht anders, als ihn jetzt hier zu verabschieden. Ich weiß, es ist mies, aber manchmal muss man halt auch einfach den schwereren Panzer mit mehr Power nehmen und den Gegnern den Ausgang zeigen. Und wir kriegen sogar den Kill und die Schaden noch gut geschrieben. Er ist da unten jetzt verunfallt. Aber es steht ja auch, IS-7 wurde verunfallt. Das heißt, wir haben jetzt hier den Kill und den Schaden gut geschrieben bekommen. Sehr fair von dieser Runde. Ja, und jetzt müssen wir gucken. Der AMX sucht schon das Weite. Ich war jetzt drauf und dran, mich wieder in die Mitte zu orientieren, einfach um hier auszuhelfen. Ihr seht ja auch, Classy Crowd hat nur noch 12 HP. Und jetzt geht es darum, hier hinten aufzuräumen. HP-mäßig liegen wir jetzt deutlich vorne, also das war jetzt wichtig. Ich glaube, das hat auch eine gewisse Entlastung gebracht. Man darf es einfach nicht zulassen, dass man zu lange auf dieser Karte im Kreuzfeuer steht. Cobra stand da hinten jetzt und hat auf uns gefeuert. Und ansonsten haben wir noch den Ru, der WT, also auch der Push von den E3 und dem WT, der ist dann ins Leere gelaufen. Unsere TDs 2685, 704, Stritzwan haben da ganz gut gegenhalten können. Der Ru versucht da hinten jetzt noch in die Ecke reinzukommen. Ich denke, das wird nichts. Da haben wir uns jetzt gerade mit dem zweiten Kill belohnt. Ja, und die letzten verbliebenen Gegner sind der Leopard, der war hier unten irgendwo. Leider hatte ich noch nicht ganz nachgeladen, hab den Schuss jetzt verrissen. Ärgerlich, aber auf der anderen Seite hatten wir natürlich auch einen schönen Schuss sowieso schon gehabt auf den E75. Also wenn einem dann RNG manchmal den Mittelfinger zeigt, dann muss man das irgendwie auch hinnehmen, weil wir auf der anderen Seite ja auch, wie gesagt, diesen fairen Schuss hatten gegen den E75 aus der Fahrt in den Turm. Ja, und jetzt geht die Karawane los. Zwei Leute noch, EBR, One-Shot. Der AMX hat noch ein bisschen mehr HP, CS59. Alles von uns One-Shots, die da jetzt hochfahren. Und das ist natürlich jetzt nochmal eine gute Chance für den AMX M4, hier noch ein paar Kills zu machen. Ich glaube, der Streuselwagen hat jetzt hier gerade den AMX getroffen. Unser 1390 versucht da jetzt den EBR zu pflücken. Das gelingt ihm aber nicht so ganz gut. Und jetzt wurde Classy Crowd mit HE weggenommen vom AMX M54. 1390 versucht da zu klippen. Funktioniert nicht. So. Aber jetzt ist Papa ja hier oben. Und jetzt ist Sense für euch, Freunde, weil Papa kann sich noch genug Schüsse tanken. Macht er auch. Dritter Kill. Und da hinten wartet jetzt noch der EBR 105. Ich weiß nicht, ob er gerade überlegt hat, vielleicht runterzuspringen oder vielleicht will er uns auch einfach verarschen. Ich habe jetzt gedacht, okay, vielleicht kann ich auch einfach auf ihn drauf fahren. Ah, hat leider nicht geklappt. Dann müssen wir es jetzt doch machen und ihm nochmal kurz mit der Fliegenklatsche hinten eins auf den Deckel geben. Also, ich würde sagen, das war schon mal eine erste gute Runde. Ja, und die zweite Runde fühlt sich irgendwie schon fast so ein bisschen an wie Cheaten. Wir sind im gleichen Setup unterwegs. Wir haben gesagt, never change a running system und wir sind auf Ends gelandet in einem Achter-Battle. Und wir haben im Gegnerteam einen AMX M4, Rhinoceronte, Super Conqueror. Rhinoceronte und Super Conqueror sind zusammen im Platoon. Dann haben wir einen AMX M4 51 E75 FV. Das könnte natürlich ein bisschen böse werden, wenn man da den auf dem falschen Fuß erwischt. Aber wir haben gesagt, komm, wir fahren jetzt auf jeden Fall hier in die Stadt, drücken W und normalerweise, ich sag normalerweise, sollte das hier eigentlich kein Problem sein. Natürlich sind das alles gute Panzer, also Rhinoceronte jetzt nicht, aber der AMX M454, den wird man jetzt in Zukunft häufiger sehen. Wie ihr euch denken könnt, Super Conqueror ist auch kein schlechter Panzer, aber wir sitzen in einem absoluten Boliden und wir haben auch noch einen 279 dabei, also auch wenn jetzt der SAPTK direkt geplatzt ist und ich meinen Schuss leider nicht mache,
Der S-Kong trackt uns hier und mein Schuss ist leider in seine Kette reingeflogen. Und jetzt haben wir in der Seite auch noch den AMX. Ich habe jetzt versucht, auf ihn zu snappen und habe mir dann gedacht, okay, komm, wir pushen den einfach direkt. Aber hinter uns stehen halt KPZ, Char Futur und auch noch, glaube ich, die Fosch. Also für ihn ist jetzt hier sowieso Sense. Das heißt, ich bin jetzt hier wieder umgedreht. Classic Crowd hat sich gesagt, nee, ich fahre da einfach mal direkt hinterher. Da stehen jetzt noch ein paar Zehner mehr. Also bis jetzt lief die Runde noch nicht so ganz geil für mich. Der Rhinoceronte bounced an mir, ich bounce am Rhinoceronte. Wir klatschen uns hier so ein bisschen gegenseitig in die Hände. Und jetzt haben wir gesagt, na gut, komm, wir gehen rein da. So 130 PM hat auch schon kassiert. Also HP-technisch ist noch relativ ausgeglichen. Ich habe jetzt hier dem Rhinoceronte durch die Oberwanne geschossen. Er gibt mir auch, also dieser Panzer, der 60 TP ist leider auch sehr anfällig für Heat-Munition. Da kassiert man doch recht ordentlich. Ihr seht das jetzt, ich habe schon 50% meiner Strukturpunkte liegen lassen. Und der Progetto, ich habe jetzt mir das ganze Magazin gefangen hier von dem Rhinoceronte. Jetzt wollte der Progetto garstig nach vorne fahren, einen machen. Hat mich jetzt aber leider geblockt und ich habe meinen Schuss verrissen. Sowas ist halt immer ärgerlich. Aber, wie gesagt, wir sollten jetzt hier eigentlich keine Probleme haben. 606, faire Low Roll auf den Conqueror. Und jetzt kommen hier die ganzen Scheißhausfliegen von allen Seiten. Und das ist halt irgendwie so der Nachteil. Ja, das 279 ist ein geiler Panzer. Aber, ihr habt das gerade auch gesehen, wo immer die Gegner die Möglichkeit haben, und ich nehme mich da nicht aus, ich bin da keine Ausnahme, wo immer man die Möglichkeit hat, auf das 279 Schaden zu machen, da kommen alle an, ja, weil sie der Meinung sind, wenn das 279 rausgeht, dann ist das schon eine sichere Sache, dann ist die Runde eigentlich vorbei. Und deswegen, man hat zwar, wie gesagt, mit dem 279 einen geilen Panzer, aber man ist auch meistens Fokus-Primärziel Nummer 1. Genau das gleiche, wenn ihr im Chieftain sitzt. Das ist zum Beispiel eine Sache, warum ich die gar nicht so gerne fahre, diese Panzer. Weil sie halt so furchtbar unbeliebt bei den meisten sind, dass die das immer fokussen. Auch von der Arti werdet ihr in der Regel gefokust. Ja, kommen wir mal zurück zum 60 TP. Mit dem 60 TP geht man häufig so in der Masse unter. Viele nehmen den gar nicht so ernst, weil natürlich, muss man jetzt fairerweise sagen, auch viele Dödel den Panzer fahren, die dann, gerade wo die HE-Munition noch nicht geändert worden ist, viele den einfach HE-only gefahren haben und die ganze Zeit irgendwie nur HE gespammt. Also, ich sag mal so, häufig genug kann man in dem 60 TP auch sehr geile Runden haben, weil die Gegner euch gar nicht ernst nehmen. Warum auch immer, was für Gründe das hat, das müssen wir ja gar nicht weiter erörtern. Aber man fühlt sich halt nicht so aufs Korn genommen, wie zum Beispiel, wenn man jetzt, na, bestes Beispiel hier, im 279 sitzt. Da kommen auch die Gegner dann von allen Himmelsrichtungen an und pushen euch. Das könnt ihr natürlich im 60 TP nicht gebrauchen, weil ihr ja mit euren knapp 16 Sekunden Reload auch ein bisschen länger nachladen müsst. So. Ich habe mir jetzt gedacht, komm, nimmst du die Badshot raus, schießt HE. Mein Schuss, obwohl die Kanone hier, wie ihr sehen könnt, da durch war, schon lange vorbei war, ist mein HE-Schuss geblockt worden von dem Panzerwrack des AMX M451. Und die Badshot hat mich dann mal kurz im, ja, Drive-By rausgenommen. Ich wollte jetzt hier eigentlich noch eine faire HE anbringen. Trotzdem gewinnt unser Team die Runde und jetzt in, ja, nicht mal 4 Minuten, 5200 Schaden, das schmeckt auf jeden Fall. Ja, in die dritte Runde starten wir ein ganz klein bisschen später, einfach weil in den ersten 6 Minuten nicht viel passiert ist. Ihr seht das, wir haben versucht so ein bisschen zu snipen. Classy Crowd in seinem 279 ist in die Mitte reingefahren. Ja, und jetzt sind wir aber eigentlich in der Situation, die liebt man in einem 60 TP. Ihr könnt hier Highdown spielen. Wir liegen 5000 AP hinten. Die Gegner sind übermütig geworden, versuchen hier zu pushen. Und jedes Mal, wenn ihr nachgeladen habt, könnt ihr wieder ballern und guckt es euch an. Die Gegner stehen hier einfach offen rum und lassen sich hier wunderbar einschenken. Das Problem ist, was wir natürlich jetzt haben, dadurch, dass wir schon so weit hinten liegen, haben wir jetzt auch nicht mehr viele Leute, die hier noch mitballern können. Trotzdem, für euch persönlich ist das natürlich eine geile Sache, weil man ein fettes Brett nach dem nächsten raushauen kann. In die Maus 722, in IS-4 erst 819, dann 673. Und jetzt sind wir gleich schon wieder nachgeladen.
und wir können im Prinzip schon wieder ballern. IS4 hat sich jetzt da erstmal hinten Halldown hingestellt. Ich bin jetzt leider an der Turmseite gescheitert, beziehungsweise ich hatte auf die Wange geaimt. Der hat nochmal im richtigen Moment den Turm rumgerissen und ich bin dann quasi an der Kante abgeprallt. Sowas ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber mein Gott, so ist das halt. Jetzt gibt er uns die Möglichkeit, hier ein bisschen ruhiger zu aimen, hat schön stillgehalten. Auch wenn wir 5000 AP hinten liegen, vier Kanonen, dürfen wir hier trotzdem, guckt euch den Jagd hier an, wie er einfach über die Mitte des Feldes kracht. Sowas geht halt auch nur, wenn das eigene Team quasi schon kurz vor Ende ist. Auch dem FV nochmal schön eine mit reingelötet. Ich kann hier jetzt leider nicht wegfahren, weil ich das Problem habe, dass sonst die Gegner hier durch die durch den Bahnhof durchkrachen. Innerhalb von kürzester Zeit, seitdem wir jetzt hier in 2 Minuten 3600 Schaden gemacht. Nicht jeder Schuss wird immer pennen. Auch die 317 Durchschlagskraft kennen ihre Grenzen. Aber die Gegner kennen ihre Grenzen scheinbar nicht. Zumindest die Maus nicht. Maus ist geil, aber ihr müsst dann auch entweder pushen oder es gleich bleiben lassen. Weil das funktioniert so nicht, wie der Kollege das hier macht. Die AP donaten bis zum Get-No. EBR ist jetzt leider schon im Norden an uns vorbei. Im Süden Leopard, Jagdpanzer, EN-100, Stritzwahn. Ich habe schon wieder so einen Schuss verrissen. Also manchmal ist mein Aim dann halt auch ein bisschen shaky. Aber das lag natürlich auch daran, dass es vielleicht schon ein bisschen später war. Egal, keine Ausreden suchen. Wir versuchen einfach das Beste weiter draus zu machen. Da ist jetzt, geht jetzt der Stritzwahn in Position. Vielleicht können wir dem Schuss mitgeben. Nee, der ist leider drüber geflogen. Es ist jetzt auch keine ausgemachte Sniperkanone, ne? Auch das muss einem klar sein. Wenn man solche Schüsse probiert, dann darf man jetzt nicht mad sein, wenn die nicht treffen. Auch wenn man vom Gegner 60 TP häufig über 500 Meter weggesniped wird. Die Kanone ist mit 0,33 Genauigkeit jetzt hier in meinem Setup eigentlich gar nicht ungenau. Aber wie gesagt, es ist und bleibt halt noch ein fettes, ich glaube 152 mm Geschütz. Da kommt es dann halt auch mal vor, dass Schüsse nicht treffen. Der zweite hat getroffen für 707. Also sind wir mittlerweile schon bei 4300 Schaden. Ich habe nur noch 4 normale Heat. Also hier hatte ich vielleicht auch zu viel HE dabei. Keine Ahnung. Die müssen wir jetzt noch irgendwie versuchen, gewinnbringend einzusetzen. Ich fange mir jetzt hier den Schuss von der Maus, gebe ihm dafür 728. Recht viele Low Rolls dabei, dafür, dass die Kanone 750 Alpha-Schaden hat. Aber mein Gott, so ist das halt. EBR kracht jetzt von der Seite auf uns. IS-4 fährt jetzt hier einfach No Fucks Given rein. Auch fair von ihm. Dem geben wir jetzt erstmal eine faire High Roll für 827. Ja, und so schnell baut man dann innerhalb von, wie gesagt, kürzester Zeit mit diesen fetten Kanonen, wenn man denn mal darf, Schaden auf. Wir werden die Runde zwar verlieren, aber für mich persönlich war es dann trotzdem noch irgendwie eine Genugtuung hier. Auch wenn ich den ersten Teil der Runde eigentlich gar nicht teilgenommen habe. Nochmal kurz in 4 Minuten knapp 6500 Schaden rauszuhauen, 693 Unterstützungsschaden. Und jetzt hatte ich eigentlich die Hoffnung, dass ich vielleicht meinen letzten Schuss nochmal irgendwie machen kann. Vielleicht auf den Stritzwagen, der da vorne auf mich ballert. Oder auf den anderen Stritzwagen. Also eine Heat habe ich noch. Das 430 hat erstmal abgelassen von mir. Die Maus ist auch geplatzt. Da ist der Stritzwagen jetzt aufgegangen. Das wäre natürlich jetzt nochmal ein richtig schöner, sexy Schuss. Zeit lassen, einzielen. Und der Schuss bounced leider in dem Heatgitter. Und jetzt hat mich die Arti rausgenommen. Also, Runde geht leider verloren und trotzdem hat man ja ganz gut gesehen, was so ein 60 TP Halldown gegen übermütige Gegner innerhalb von kürzester Zeit anrichten kann. Ja, die erste Runde, die ihr gesehen habt, Panzerass, Stahlwand haben wir bekommen, 1879 Unterstützungsschaden auf Klippe, 3780 Schaden mit der Panzerung geblockt, also die kann auch funktionieren. 5000 Schaden, 4 Kills, gucken wir ganz kurz drauf, 1199 Basis XP, 4 Kills, wir haben 13 mal geschossen, 10 mal getroffen, 8 mal penetriert, also das hat in jedem Fall geschmeckt, leider lief die Runde für unser Platoon-Mate nicht ganz so gut, aber wir haben am Ende gewonnen und das ist ja das, was zählt. Hier der AMX da vom Hügel, der konnte immerhin noch 6000 Schaden machen. Also dieser AMX, mit dem ist definitiv auch in Zukunft zu rechnen. Die zweite Runde auf Ensk, zweiter Klasse, Großkaliber, 5223 Schaden, 1550 Schaden mit der Panzerung geblockt. Hier lief es definitiv besser für Classic Crowd, auch wenn er da natürlich gefokust worden ist. Aber das ist halt auch der Punkt, wenn ihr leider mit diesem Panzer fahrt, was heißt leider, ich denke auch zu Recht, wird man da dann von den Gegnern primär ins
Visier genommen. Gucken wir hier ganz kurz drauf. 12-mal geschossen, 10-mal getroffen, 7-mal penetriert. Und die letzte Runde, da hat unser Team tatsächlich sogar noch ein Unentschieden rausgeholt. Erster Klasse, Großkaliber, 6550 Schaden, 693 Unterstützungsschaden. Auch hier knapp 3000 Schaden geblockt und 2 Kills. Ja, ich würde sagen, das hat auf jeden Fall geschmeckt. Und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen einen Eindruck bekommen, wofür der 60 TP steht, was er kann, was er nicht kann. Und ich weiß, dass viele von euch einfach sich diesen Panzer holen werden, genauso wie den Ehren 100, weil er halt einfach dicke Schellen raushaut. Und ja, es ist geil, wenn die fetten gelben Zahlen hochfliegen und man dann dem Gegner einfach mal so eben 750 Schaden reindrückt. Der Sound der Kanone ist geil, die Schellen sind geil, also warum sich diesen Panzer nicht holen? Er ist definitiv gut, der 53 TP auch, also in der Reihe, und eben auch der 50 TP, der 9er, den kann man auch sehr gut fahren, also diese ganze Reihe, die kann man sich sehr gut antun. Auch der 7er, der 45 TP, auch ein sehr angenehmer Heavy, also alles in allem eine sehr, sehr schöne Reihe, und da kann man doch oben an der Spitze definitiv für nutzen, um, wenn ihr den noch nicht habt, den Grind durchzuziehen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!